Danke, lieber Uli. Danke, lieber Gunther Wild, für die Einladung ins Vogtland. Ja, und ein großes Dankeschön an all diejenigen, an Sie, die sich hier aufgemacht haben. Ich glaube, ich kann sagen, beim Rückblick auf alle Wahlkampfveranstaltungen, die ich Land auf, Land ab gemacht habe, Sie toppen das heute eindeutig. Die größte Wahlkampfveranstaltung an der Teilnehmerzahl vorher habe ich 2016 im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg absolviert, in einer großen Turnhalle. Damals waren das so 800 bis 900 Personen, die da waren. Geschätzte 1200 sind wir heute, sogar noch ein paar mehr. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Meine Damen und Herren, ich würde ganz gerne die Gelegenheit am heutigen Abend nutzen, um mit Ihnen einen Spaziergang durch das AfD-Wahlprogramm zu machen und Ihnen, wie schon angekündigt, hinterher die Gelegenheit für Fragen geben. Allerdings darfst du genauso mit drauf antworten, lieber Uli. Und ich würde dann auch ganz gern Uwe Wurlitzer als Generalsekretär und parlamentarischen Geschäftsführer unserer Landtagsfraktion mit nach vorn bitten, um diese Fragen zu beantworten. Dann bekommen Sie einen Querschnitt aus Lokalpolitik, Regionalpolitik und Bundespolitik. Ich hoffe, damit sind Sie einverstanden. Sie haben auch gar keine Wahl, oder? Verzeihung. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns schauen, wo die AfD 2017 steht, programmatisch, was wir in diesem Wahlkampf vorschlagen, auch wenn sich das in der tagtäglichen Berichterstattung nicht immer widerspiegelt. Das eines der wichtigsten Themen, auch wenn laut offizieller Umfrage das vielleicht nicht zum wichtigsten Thema erkoren wurde, ist das Thema Zuwanderung, und die allermeisten Bürger haben davor das Thema der Sicherheit gesetzt. Da wurde neulich in den Medien geschrieben, naja, das wichtigste Thema der AfD sei die Zuwanderung, das Thema Migration. Das interessiere aber maximal 29% der Deutschen. Allerdings haben sie vergessen zu erwähnen, dass das Thema illegale Migration untrennbar mit dem Thema der Sicherheit bzw. der nicht mehr vorhandenen Sicherheit vielerorts verbunden ist. Und das ist eins der Top-Wahlkampfthemen, das uns heute Abend hier auch beschäftigen wird. Sie wissen, dass in den vergangenen Tagen, ob in Barcelona, in Turku oder auch in Marseille, und wir könnten deutsche Städte hinzuaddieren, wieder einmal Anschläge verübt worden sind. Und fast wundert man sich gar nicht mehr, dass es passiert. Meine Damen und Herren, wenn man das für sich selbst konstatiert, dass man fast mit dem nächsten Anschlag rechnet, ist das doch ein unglaublich erschütterndes Zeugnis im Jahr 2017, von dem die Kanzlerin sagt, wir wollen doch weiter in Deutschland gut und gerne leben. Ich weiß nicht, von welchem Deutschland Frau Merkel spricht, und wir wissen, dass jeder seine eigene Realität hat, aber zu glauben, dass in Deutschland heute alle gut und gerne leben und dass wir die Risiken der Zukunft nur annähernd den Bürgern dargelegt haben, ist schon eine derartige Unverfrorenheit dieser Bundeskanzlerin, dass sie Antworten benötigt. Erinnern Sie sich, dass die AfD bereits 2015 und auch vermehrt 2016 mehrfach davon gesprochen hat, dass es ganz offensichtlich einen Zusammenhang zwischen illegaler Migration, der Asylbewegung, die gar keine eigentlich ist, wenn man genau hinguckt, sondern eben in der Tat illegale Einwanderung, und dem zunehmenden Terror und dem Islam als Religion gibt. Wir wurden verschrien als Hetzer, als Menschenfeinde, auch gern als Extremisten, und haben doch nur das sehr viel zeitiger offengelegt, was sie im Jahr 2017, jetzt vor wenigen Tagen, unter anderem aus berufenem Mund in der FAZ nachlesen konnten. Jetzt wird zur langsam abzitierten Meinung, was unsere Partei bereits sehr viel früher gesagt hat. Und deswegen, meine Damen und Herren, sollten wir gerade im Wahlkampf, aber auch danach, den Bürgern uns als diejenigen in Erinnerung bringen, die offensichtlich sehr viel zeitiger den Durchblick hatten und den Mut dazu, es offen auszusprechen, als die meisten Politiker in diesem Land. Applaus
Die illegale Migration nach Europa und nach Deutschland hat nicht erst 2015 begonnen. Das gehört auch immer wieder erwähnt, dass unser Asylsystem, das gut gemeint war 1949, seit Jahrzehnten unterlaufen wird. Man kann das zurückverfolgen über entsprechende öffentlich verfügbare Dokumente bis in die 80er Jahre, vielleicht sogar noch länger. Das ist eine Tatsache. Und dass ein Asylsystem, das dafür gemacht wurde, Individuen, also Einzelnen, im Grunde wenigen Personen Schutz vor politischer Verfolgung zu bieten, einem Ansturm von Hunderttausenden oder gar siebenstelligen Zahlen von Personen nicht standhalten kann, dass es dafür nicht gemacht wurde, dass deutsche Verwaltungsgerichte nicht entscheiden können, ob der Asylgrund authentisch, also ehrlich oder eben unehrlich ist, das ist, glaube ich, für jeden Bürger, der darüber ganz normal nachdenkt, sehr leicht ersichtlich. Ich frage mich, warum die Bundesregierung sich so standhaft weigert, diese relativ einfache Wahrheit anzuerkennen. Und wenn wir wissen, und auch das müssen wir nicht erfinden, sondern das kann man den deutschen Sicherheitsdiensten und ihren Verlautbarungen entnehmen, dass unter den Migranten eben bis zu 10.000 oder mehr potenzielle Gefährder nach Deutschland eingereist sind und weiterhin über die unkontrollierten Grenzen hin und her reisen, wenn wir an den Fall Anis Amri denken und davon ausgehen, dass eben die Kontrollen nur während eines G20-Gipfels oder während eines G7-Gipfels stattfinden und eben dazwischen nicht, dann wissen wir auch, dass diese Bundesregierung unsere öffentliche Sicherheit sehr leichtfertig aufs Spiel setzt und bis heute kein Konzept dafür hat, wie diese Gefährder im Vornherein identifiziert werden. Unsere Sicherheitsbehörden sind vielerorts nicht mit ausreichend Personal ausgestattet. Sie sind zudem durch jahrelange Polizeireformen auch noch geschwächt. Und zudem erleben wir gerade bei den großen Parteien der CDU, dass sie vor der Wahl etwas versprechen, wie die CDU in Nordrhein-Westfalen vor wenigen Wochen, mehr innere Sicherheit, mehr Polizisten, und dann nach der Wahl sie nicht im Mindesten an ihre Versprechen gebunden fühlen und ankündigen, stattdessen Polizeistellen abzubauen. Meine Damen und Herren, damit muss endlich Schluss sein. Wir brauchen, und Uli Luppert sagte das gerade schon, endlich das Eingeständnis, dass massive Fehler in der Sicherheitspolitik, in der Grenzpolitik gemacht wurden. Wir brauchen die Konsequenz daraus, und die Mittel dazu haben wir. Mit der Bundespolizei unsere Grenzen für illegale Migration, nicht für legalen Grenzübertritt, aber für illegale Migration zu schließen, damit wir erst einmal eine Bestandsaufnahme in diesem Land von der tatsächlichen Situation erheben können. Und dann muss die Aufarbeitung des Problems der illegalen Migration an mehreren Fronten begonnen werden. Und wenn ich dieses Wort ganz bewusst einsetze, dann deswegen, weil ich glaube, dass es Zeit ist, auch darüber zu reden, dass die Lösung dieser Migrationskrise, die nicht unerwartet über uns hereingebrochen ist, weil sie durch europäische Regelungen jahrelang letztlich vorbereitet wurde, auch durch die Änderung deutscher Gesetze, nach denen Asylbewerbern de facto Analogleistungen zu Hartz IV zustehen, weil wir dieses Problem auch nicht nur mit schönen Lösungen beseitigen werden. Eine Migrationskrise wie die wir spätestens seit 2014, aber eigentlich schon vorher, sichtbar in Deutschland und in ganz Europa erleben, die braucht sehr rigorose Maßnahmen, um Deutschland und auch diesen Kontinent wieder in eine Situation der inneren Sicherheit zu bewegen. Denn wir stellen fest, dass der Staat an vielen Stellen sein Gewaltmonopol bereits verloren hat und vor den Zuständen kapituliert. Und wenn dann unsere Politiker sich noch hinstellen und sagen, es gäbe keine No-Go-Areas, und das haben führende Politiker Sachsens, aber auch des Bundes oder auch in anderen Bundesländern getan, dann grenzt dies an Bürgerverdummung. Und Bürgerverdummung, meine Damen und Herren, ist keine Voraussetzung für die Lösung von bundesweiten Problemen. Und deswegen schlägt die AfD neben der Schließung der Grenzen
für illegale Migration, was einer kontrollierten Grenze gleichkommt, eben auch vor, dass wir den Artikel 16a, das Recht auf individuelles Asyl, in eine einfach gesetzliche Regelung überführen. Man könnte auch anders sagen, der Staat soll nach wie vor Asyl den politisch Verfolgten gewähren. Ich denke, das gebietet unsere Verantwortung aus mehreren in Deutschland erlebten Diktaturen unterschiedlich schlimmen Ausmaßes. Aber es gehört auch die Einsicht dazu, dass dieses Recht, das der Staat einem Verfolgten gewährt, eben mitnichten mit einem Klageanspruch verbunden sein darf. Was gerade passiert, ist, dass Hunderttausende von Asylbewerbern die Bundesrepublik Deutschland vor deutschen Gerichten verklagen. Die Kosten tragen letztlich die Steuerzahler. Das hat mit einem Rechtsstaat eben auch nur bedingt noch etwas zu tun. Und deswegen sagen wir, einfach gesetzliche Regelung. Man könnte es auch das Gnadenrecht eines Staates nennen. Und wenn der Staat entscheidet, dass dieses Recht nicht gewährt wird, dann ist das so. Und damit hätten wir eine Regelung wie in vielen anderen Ländern der Welt. Was machen wir aber mit den vielen hunderttausenden Menschen, die bereits in Deutschland sind? Einige von ihnen sind tatsächlich integrationsfähig. Die große Zahl, wissen wir, ist es jedoch nicht und war es nie. Und insofern haben sich auch all die Lügen unserer Minister, wie zum Beispiel Frau Nahles, dass wir einen Fachkräftezustrom bekommen, selbst in Luft aufgelöst. Sie selbst hat diese Schwindelei aufgedeckt, indem sie letztes Jahr bekannt gegeben hat, 90% der Asylbewerber seien zum damaligen Zeitpunkt nicht in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Auch die großen Wirtschaftsunternehmen, die erst Hurra geschrien haben in der Öffentlichkeit, um die Politik der Kanzlerin zu unterstützen, geben inzwischen unumwunden zu, dass die Integration nicht klappt. Und ein ums andere Mal liest man hier und da Zeitungsberichte, in denen nicht nur die Integration in den Arbeitsmarkt oder auf dem Arbeitsplatz nicht geklappt hat, sondern sogar Gewalttaten aus Arbeitsverhältnissen, aus vermeintlichen Integrationserfolgen resultiert sind. Und deswegen muss ganz klar nach Gesetzeslage entschieden werden. Diejenigen, die keinen Bleibeanspruch in Deutschland haben, und das sind die allermeisten, weil die allermeisten Asylverfahren nach wie vor negativ beschieden werden, vielleicht mit Ausnahme von Menschen aus Syrien, die nach wie vor als Kriegsflüchtlinge hier einen Schutz genießen, wenngleich der nach Aufenthaltsgesetz von vornherein als temporär zu betrachten ist. Alle anderen müssen abgeschoben werden. Und das hat die AfD auf einer Pressekonferenz gerade Anfang dieser Woche noch einmal bestätigt. Man wirft uns vor, kein Konzept zu haben, wie das praktisch geschehen könne, was daran liegt, dass die Abschieberegeln so grotesk schwierig sind, dass die Herkunftsländer die Aufnahme ihrer eigenen Landsleute verweigern. Deswegen muss man an dieser Stelle eine etwas härtere Gangart an den Tag legen. Und ich finde es richtig, dass die AfD seit 2016 deswegen fordert, Aufnahmezentren in Nordafrika einzurichten, wo dann gegebenenfalls die Personen hintransportiert werden. Diejenigen, die plötzlich nicht mehr wissen, aus welchem Land sie eigentlich stammen, auch wenn das über das Mobiltelefon vielleicht nachzuverfolgen wäre, aber eben auch diejenigen, die im Asylverfahren abgelehnt wurden, dass de facto die Zeit der Klage gegen den deutschen Staat zu einer Verstetigung des Aufenthaltsrechts genutzt wird, faktisch, nicht juristisch, bedeutet, dass aktuell das Asylverfahren genau genommen überflüssig geworden ist, meine Damen und Herren. Das jedenfalls berichten uns Mitarbeiter, die damit am BAMF an den verschiedenen Orten in Deutschland betraut sind. Und meine Damen und Herren, ein Rechtsstaat, der sich so nennt und es nicht schafft, sein Recht durchzusetzen, der ist zumindest in diesem Punkt leider kein Rechtsstaat mehr und den müssen wir schleunigst wiederherstellen. Ja, was muss man weiterhin tun? Die AfD hat nicht erst diese Woche, sondern bereits auch vor wenigstens einem Jahr darüber gesprochen, dass die Fluchtursachen in den Herkunftsländern bekämpft werden müssen. Und das ist etwas, worin man sich parteiübergreifend
erstaunlicherweise sehr, sehr einig ist. Die Frage ist nur, was heißt das? Heißt es, mehr Geld in die Hand zu nehmen? Heißt es, all das Geld, das wir aktuell in Deutschland dafür ausgeben, also 43 Milliarden in 2 Jahren und geschätzte weitere 100 Milliarden und mehr, je nachdem, wen man fragt, in den kommenden Jahren? Das heißt es meiner Ansicht nach nicht. Denn wenn wir feststellen, wie viel Geld in die Entwicklungspolitik der vergangenen Jahrzehnte geflossen ist, dann sind dies bereits erhebliche Summen. Und mehr Geld hat noch nie geholfen. Ohne Geld geht es nicht, da sind wir uns auch einig. Und dass die Vereinten Nationen die Unterstützung großer Industrieländer, auch unter anderem der Vereinigten Staaten, entzogen bekommen haben und ein Flüchtlingsstrom, ein Migrantenstrom dadurch erst nach Europa in Gang gesetzt wurde in den vergangenen Jahren, das zeigt auch, dass es ohne Geld nicht geht. Aber fragt man Menschen, zum Beispiel aus verschiedenen Ländern Afrikas, und wir haben das zum Teil an Wahlkampfständen gemacht in den vergangenen Wochen und Monaten, dann sagen diese Betroffenen ganz aus eigenem Antrieb, mehr Geld hilft uns nicht. Was wir brauchen, ist in der Tat die sogenannte Hilfe zur Selbsthilfe. Wir brauchen auch den Druck, der von Geldgebern, zum Beispiel aus Europa, aufgebaut wird, um Korruption in vielen afrikanischen Ländern zu bekämpfen, wo viel Geld versickert. Und wir brauchen Know-how-Transfer, damit man dort eine eigene Wirtschaft aufbauen kann. Und insofern sind viele Bemühungen der Entwicklungshilfe, so gut sie gemeint waren, europäische oder auch amerikanische Güter nach Afrika zu exportieren, europäische Subventionen dazu zu benutzen, zum Beispiel auch den regionalen Geflügelmarkt, das ist ein bekanntes Beispiel, in Afrika kaputt zu machen, indem man europäische Geflügelabfälle nach Afrika exportiert, was dort dazu führt, dass die heimischen Geflügelhändler ihr eigenes Geflügel nicht mehr verkaufen können. Die sind das Gegenteil von vernünftiger Entwicklungspolitik gewesen. Und am Ende müssen die Afrikaner, das ist meine feste Überzeugung, auch daran erinnert werden, dass es ihre eigene Verantwortung ist, ihr Land und ihr Kontinent in Ordnung zu bringen. Wir werden dieses Problem nicht innerhalb von wenigen Jahren lösen, Klaas, aber auch, wenn wir es nicht innerhalb der nächsten, und das ist optimistisch geschätzt, 5 bis 10 Jahre lösen, dann löst die Demografie in Deutschland und Europa dieses Problem auf andere Art und Weise für uns. Vielleicht rechnen Sie alle mal nach, wenn Sie nach Hause kommen, wie lange es dauert, wenn eine Bevölkerung wie in Deutschland, die aus ca. 80% Deutschen und ca. 20% Ausländern besteht, ich will das mal nicht genauer klassifizieren, wie lange es dauert, wenn bei einer Geburtenrate der Deutschen von 1,3 bis 1,4 und einer Geburtenrate der 20% Ausländer von, na, wir sind mal jetzt optimistisch, nur 3, wie lange es dauert, bis die Mehrheitsverhältnisse sich nach einigen Generationen umgekehrt haben. Das kann nicht unser Ziel als Deutschland sein und deswegen brauchen wir an dieser Stelle endlich eine Änderung. Sie wissen, dass im Wahlprogramm der AfD auch einige recht drastische Maßnahmen beschrieben sind, dass Straftäter natürlich abgeschoben werden sollen, anders als die derzeitige Praxis, Straftäter in deutsche Gefängnisse zu verbringen und das Asylverfahren im Gefängnis fortzusetzen. Das ist meiner Ansicht nach ein unhaltbarer Zustand, dass der deutsche Staat dort für die Unterbringung aufkommt bei einem Straftäter, der jegliches Gastrecht verwirkt hat. Ich habe heute bei Twitter ein sehr gutes Plakat einer Vereinigung gefunden, die sich Konrads Erben nennt. Mit Konrad ist Konrad Adenauer gemeint. Das ist eine recht konservative Gruppe innerhalb der Union, soweit ich weiß, die sehr klar gemacht haben, dass Deutschland weit und breit und ein paar andere europäische Länder gehören auch noch dazu, diejenigen anstatt zu bestrafen, am Ende mit deutschem Steuergeld belohnt, die das deutsche Recht nicht achten, die Grenze übertreten, ohne dazu eine Berechtigung zu haben. Wer so mit seinen eigenen Grenzen umgeht, der hat im Grunde Souveränität gar nicht verdient und das müssen wir dringend wieder ändern.
Meine Damen und Herren, dass dieses Thema den Wahlkampf auch wegen vermehrter Terroranschläge dennoch in den Köpfen der Menschen beherrscht, das verwundert, glaube ich, niemanden. Und deswegen sollten wir die Gelegenheit nutzen, ich weiß, dass das vielen Zuhörern immer am Herzen liegt, durchaus die Verbindung zur Religionskritik am Islam noch einmal zu verdeutlichen. Damit es gleich von vornherein klar wird, die AfD steht uneingeschränkt zur Religionsfreiheit. Aber wir sind die Einzigen, die in Deutschland den Mut haben, offen zu sagen, was Religionsfreiheit bedeutet oder eben auch nicht bedeutet. Und Religionsfreiheit in Deutschland heißt sehr wohl, dass jeder privat seinen Glauben leben darf, und dazu gehören bei Christen auch die Kirchen, aber nicht unbedingt die Kirchen. Bei Muslimen gehört dazu ein Gebetsraum und nicht unbedingt eine Moschee mit Minarett. Im Grunde die Gelegenheit, für seinen Glauben nicht verfolgt zu werden, in seinem Glauben geachtet zu werden. Das Sonderrecht, an Schulveranstaltungen nicht teilnehmen zu müssen, das Sonderrecht, 5-mal am Tag während der Arbeitszeit beten zu dürfen, das gehört nicht zur freien Religionsausübung in Deutschland, und so sollte es auch bleiben. Und wenn wir feststellen, und da sind wir nicht die Einzigen, dass wesentliche Strömungen des Islam, die nicht wir in Europa prägen, sondern die im Mittleren Osten, in Afrika, auf der ganzen Welt geprägt werden, wenn diese islamischen Strömungen ganz unverhohlen ein Problem mit der Achtung vor Minderheiten, vor Frauenrechten, vor einer freiheitlichen Gesellschaft hat, dann ist es unsere Pflicht als Staatsbürger, noch dazu als Staatsbürger, die vielleicht selbst Diktaturerfahrungen auf die eine oder andere Weise gemacht haben, darauf hinzuweisen, dass dieser Islam mit dem Grundgesetz schlicht nicht vereinbar ist. Und deswegen setzt die AfD sich dafür ein, dass der Koranunterricht, der eben von vielen Moscheevereinen erteilt wird, eben auch von als extremistisch erkannten, in Zukunft verboten wird, dass Auslandsfinanzierung von Moscheen in Deutschland verboten werden und dass die Entsendung von vielen hundert Imamen nach Deutschland, die nicht in Europa kulturell geprägt wurden, die oftmals vielleicht noch nicht einmal der deutschen Sprache mächtig sind und hier auf Arabisch predigen und eben nicht auf Deutsch, dass diese nicht mehr die Möglichkeit zukünftig haben, die bereits hier lebenden Muslime, und das sind inzwischen, glaube ich, 5 Millionen, auf ihre Art und Weise zu beeinflussen und eben dazu beizutragen, dass sie sich nicht in die deutsche Gesellschaft integrieren. Und das heißt auch, meine Damen und Herren, dass wir das neu eröffnete Diskussionsfeld des islamischen Religionsunterrichtes an deutschen Schulen ebenso entschieden beantworten müssen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schulpflichtige Kinder haben, die am Religionsunterricht teilnehmen, am evangelischen oder am katholischen. Aber ich stelle mir wieder fest, dass viele Bürger dann gar nicht wissen, dass im Religionsunterricht an unseren Regelschulen das Thema Islam Unterrichtsstoff für 1 Halbjahr ist. Das heißt, im Religionsunterricht an deutschen Schulen wird bereits Kenntnis über andere Religionen, nicht nur über den Islam, aber auch über das Judentum, über den Hinduismus, vermittelt. Und wir brauchen keinen Bekehrungsunterricht an deutschen Schulen. Den dürfen auch die Kirchen nicht mehr abhalten. Was wir stattdessen an deutschen Schulen brauchen, ist verlässlicher Unterricht in den Kernfächern. Und obwohl Sachsen sich gern auch jetzt in Wahlkampfzeiten damit rühmt, dass es unter allen deutschen Bundesländern das beste Schulsystem hat, stellen wir fest, dass wir auch hier massive Defizite zu verzeichnen haben. Wir merken das als Landtagsfraktion in Dresden immer wieder, wie sehr die CDU sich auf diesem Ruf des besten Schulsystems ausruht und dennoch Probleme hat, den Unterricht und die Lehrerversorgung für das nächste Schuljahr sicherzustellen.
Da gibt es also eine ganze Menge zu tun. Ich bin gestern aus Mittelsachsen angesprochen worden von einem besorgten Vater, der uns erzählte, dass die Planung der sogenannten DATS-Klassen, also mit Deutsch als Zweitsprache, dazu führen, dass Kinder an Regelschulen mitbeschult werden müssen, die noch nicht einmal der deutschen Sprache mächtig sind, weil wir einen Mangel an Lehrern und Klassenräumen und natürlich auch an Vertretungskräften haben. Sie wissen alle, dass Sachsen vermehrt Quereinsteiger als Lehrer einstellen musste, damit der Unterricht überhaupt gesichert werden kann und der Unterrichtsausfall nicht weiter zunimmt. Und wir stellen auch fest, dass es der Staatsregierung weiterhin schwerfällt, 6 Jahre im Voraus zu planen, wie viele Schulanfänger es nach erfolgter Geburt geben wird. Auch das keine Glanzleistung dieser Staatsregierung. Und deswegen treten wir als AfD bundesweit dafür ein, dass wir neben der Qualitätssicherung auf Landesebene, und die ist in Sachsen noch ein bisschen einfacher als anderswo, endlich bundesweite Standards in diesem Bildungssystem erhalten. Es kann nicht sein, dass ein so hochentwickeltes Land wie Deutschland es nicht schafft, sicherzustellen, dass die Schüler in Bremen, in Köln, in München und in Dresden das Gleiche lernen und es nicht massive Qualitätsunterschiede gibt. Das Gremium, meine Damen und Herren, wissen Sie, das gibt es dafür, die sogenannte Kultusministerkonferenz. Nur am Ende beraten die viel und unser Generalsekretär würde sagen, sie atmen viel gute Luft weg und produzieren CO2, aber es kommen häufig leider keine Ergebnisse dabei heraus. Das kann sich ändern, wenn man den Willen dazu hat. Und da geht es eben nicht darum, die Kinder unter Druck zu setzen, sondern ihnen mit vernünftigen Klassengrößen und gut ausgebildetem Lehrpersonal die Möglichkeit, in einem differenzierten Schulsystem zu geben, damit jedes Kind, und das schließt Kinder an Förderschulen selbstverständlich mit ein, in einer Lernumgebung lernen kann, die seinem Wissensstand und seinen Fähigkeiten angepasst ist. Ich habe die Inklusion gerade so ein bisschen gestreift. Sie wissen vielleicht, dass auch im neuen sächsischen Schulgesetz das Thema Inklusion durch die SPD allen voran verankert wurde. Aber wieder einmal hat die CDU sich nicht dagegen gesträubt. In anderen Bundesländern ist die Situation noch viel dramatischer. Da werden Förderschulen im großen Maßstab abgeschafft, ohne dass vorher an den Regelschulen im Entferntesten die baulichen oder pädagogischen Voraussetzungen dafür getroffen wurden, behinderte Kinder, ob körperlich behinderte oder geistig behinderte Kinder, an Regelschulen zu beschulen. Insofern sind wir in Sachsen da noch ein bisschen auf der Insel der Glückseligen. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass auch hier eine Kehrtwende zu dieser desaströsen Entscheidung, das Förderschulsystem letztlich abzuschaffen, zu erkennen ist. Wir brauchen also hier genauso eine Kehrtwende wie bei anderen Themen der Gender-Ideologie oder der Frühsexualisierung unserer Kinder, damit an Schulen das passiert, was passieren sollte: Lesen, Rechnen, Schreiben lernen und Unterricht in anderen Kernfächern. Ich möchte heute Abend gar nicht so sehr auf das Thema Gender-Ideologie eingehen, weil wir es bei vielen Veranstaltungen schon getan haben. Machen wir es kurz. Der Versuch, in den Köpfen der Kinder bereits die traditionelle Familie zu entwerten, sie auch in Verwirrung darüber zu stürzen, was sie eigentlich selbst sind, Männlein oder Weiblein, ist hoffentlich ein Versuch, der am gesunden Menschenverstand, der gerade bei Kindern, Gott sei Dank, noch reichlicher vertreten ist, als Erwachsenen scheitern wird. Und trotzdem müssen wir unseren Kindern dabei helfen und dazu brauchen wir Sie. Wir brauchen Sie deshalb dafür, weil Sie Ihre Kinder kennen, weil Sie wissen, was an Ihren Schulen vor sich geht. Und wenn ich mich an eine Diskussion in den sozialen Medien vor einigen Monaten erinnere, das war nicht Sachsen, sondern Hessen, aber tun wir mal so, als könnte das auch in Sachsen passieren, wo Schüler auf einen durch Eltern zusätzlich zu bezahlenden Genderkurs geschickt werden sollten und auf die Frage, wer von den Eltern denn bereit sei, sich dagegen zur Wehr zu setzen, die Kinder nicht dorthin zu schicken, bei der Schule und beim Lehrer, beim Direktor zu protestieren, sank die Zahl der Freiwilligen ganz schnell auf eine sehr überschaubare Anzahl. Man hatte Angst davor, den Kindern weh zu tun, ihnen schlechte Noten einzuhandeln.
Meine Damen und Herren, wenn wir den Mut für unsere Kinder nicht mehr aufbringen, das wage ich zu behaupten, dann werden wir den Mut, diese Gesellschaft zum Positiven zu verändern, nicht aufbringen. Und deswegen lassen Sie uns bei unseren Kindern zu beginnen, denn sie sind es wert. Und ich glaube, unsere Kinder werden es uns danken, auch wenn sie es im ersten Augenblick vielleicht nicht verstehen. Ein Thema, das in diesem Zusammenhang unbedingt Erwähnung finden muss, ist die Ehe für alle. Sie wissen, der Bundestag hat sehr überstürzt in der letzten Sitzung vor der parlamentarischen Sommerpause die Ehe für alle mit vielen Stimmen der CDU und mit wahrscheinlich nahezu allen Stimmen der anderen Parteien beschlossen. Und es war wieder einmal die Kanzlerin, die durch eine unbedachte oder vielleicht auch nicht unbedachte Äußerung zu einem Einzelfall aus ihrem Wahlkreisumfeld diesen Beschluss angestoßen hat, indem sie sagte, ach, ich kenne da eine Familie mit zwei lesbischen Frauen und so gut wie die das machen, muss das doch eigentlich bei allen gehen. Diese Kanzlerin hat offenbar ein großes Problem damit zwischen ihrer Privatmeinung und ihrer Rolle als Bundeskanzlerin zu unterscheiden und dass eine Bundeskanzlerin, sobald sie das öffentlich ausspricht, keine Privatmeinung mehr äußert, sondern Richtlinienpolitik betreibt. Ich hätte nie gedacht, dass man dies einer Bundeskanzlerin öffentlich ins Stammbuch schreiben muss. Tatsache ist aber, die Ehe für alle ist erst einmal Beschlusslage. Und um gegen dieses Gesetz im Rahmen einer Normenkontrollklage vor dem Bundesverfassungsgericht zu klagen, braucht es mindestens 25% des Bundestages. Wir rechnen mal schnell. Auch bei allem Optimismus, die hat die AfD sehr wahrscheinlich nach dem 24.09. nicht. Oder es braucht eine Landesregierung, die dieses Verfahren vorantreibt. Wir rechnen noch einmal schnell nach, stellen fest, die AfD ist zwar inzwischen nahezu allen Landtagen, aber wir stellen nirgendwo eine Regierung und wir sind auch an keiner beteiligt mit einer ausreichend großen Fraktion, um entsprechend politischen Druck zu entwickeln. Da haben wir also noch einiges Entwicklungspotenzial vor uns, denn wir glauben nicht ernsthaft daran, dass der Bettvorleger aus München dies für uns erledigen wird. Herr Seehofer ist, wie Sie gerade wissen, auch bei der Frage der Obergrenze wieder umgekippt und etwas anderes haben wir von ihm auch nicht erwartet. Wir sollten trotzdem, meine Damen und Herren, auch wenn wir aktuell an der Gesetzeslage noch nichts ändern können, wir sollten darüber sprechen, was diese Ehe für alle impliziert. Denn wir wissen, dass die bereits existierende gleichgeschlechtliche Partnerschaft lesbischen oder homosexuellen Partnern ermöglicht, im Grunde wie bereits fast wie ein Ehepaar zu leben. Es gibt da ein paar Ausnahmen, aber es gibt eine weitgehende Gleichstellung bei Steuer- und Erbrechtsfragen. Es war also überhaupt gar nicht notwendig, diesen Vorstoß zu wagen, es sei denn, man braucht es überhaupt zum Glücklichsein oder man hat damit noch andere Pläne. Und da wir erleben, dass diese Lobby, obwohl zahlenmäßig sehr gering, wir reden über ca. 30.000 bis 40.000 gleichgeschlechtliche Partnerschaften im Vergleich zu ca. 18 Millionen Ehen in Deutschland, nun wirklich keine Mehrheit, sondern eine sehr kleine Minderheit darstellt, die meiner Ansicht nach nach wie vor nicht das Recht hat, die Mehrheit zu dominieren. Im gleichen Augenblick stellen wir fest, dass es vermutlich um andere Themen dabei geht, unter anderem um das Thema Adoption. Und ich habe die Zahlen gerade genannt. Ich habe jetzt leider die Zahl der durchschnittlich adoptionsfähigen Kinder pro Jahr in Deutschland nicht parat. Aber wir wissen, es sind sehr viel weniger adoptionsfähige Kinder da als Paare, die gern ein Kind adoptieren möchten, weil sie selbst auf natürlichem Wege keines bekommen können. Es fehlt also schlicht die Notwendigkeit dafür, dass Paare, die die Ehe für alle unbedingt herbeigesehnt haben, dafür gebraucht werden, um in Deutschland Kinder zu adoptieren. Das ist Punkt 1. Punkt 2, ich frage das jedes Mal und ich frage es auch heute Abend wieder, müssen wir uns über das Thema der Polygamie Gedanken machen. Wir fragen uns, ist sie in Deutschland erlaubt? Na,
Nein, seien Sie ein bisschen mutiger. Sie sind so viele im Gegensatz zu mir. Und findet sie statt? Ja. Da haben wir also einen Grundkonflikt, der hat nun nicht primär was mit der Lobby der Homosexuellen zu tun, denn die Polygamie wird ja gerade im muslimischen Kulturkreis gelebt. Aber wenn man die Ehe öffnet für alle Möglichen, dann bekommt auch das Thema der Vielehe eine neue Note. Und man muss sich fragen, ob das in Zukunft auch erlaubt ist. Ich hoffe, dass dies nicht geschieht, was aber faktisch derzeit irrelevant ist, weil es passiert und der Staat kaum dagegen vorgeht. Und nur um es klar zu sagen, die Alternative für Deutschland stellt sich gegen eine Legalisierung polygamer Beziehungen, weil wir der Meinung sind, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes allen Grund gehabt haben, die traditionelle Ehe als letztlich Voraussetzung für eine Familie unter dem besonderen Schutz des Staates und des Grundgesetzes zu stellen. Und diesen Schutz, den wollen wir unbedingt weiter aufrechterhalten, weil aus der traditionellen Familie am Ende die Kinder entstehen, die dieses Land am Leben halten. Und weil ich gerade über den Schutz der Familie gesprochen habe, muss man eben im Rahmen der Ehe für alle dann noch ein Thema ansprechen, das auf ganz leisen Sohlen daherkommt, nämlich die Frage der Elternrechte. Sie haben vielleicht schon mal gehört, dass unsere gerade nicht mehr Familienministerin Frau Schwesig gern und häufig von den Kinderrechten spricht und diese Kinderrechte offensichtlich, ja gegen wen eigentlich, definiert werden. Brauchen Kinderrechte unabhängig von ihrer Familie, muss man sich fragen. Denn wenn man diese Kinderrechte anschaut, dann hat man fast das Gefühl, als müssten unsere Kinder heutzutage Rechte gegen ihre Eltern verteidigen. Nun fällt einem vielleicht ein, dass Kinder ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung haben. Da bin ich sehr dabei. Wobei auch die Frage ist, bis in welches Detail man das in den Familien dann unter Umständen kontrollieren möchte. Und klar ist auch, dass am Ende die biologischen Eltern dafür gerade stehen, im positiven wie im negativen Fall, was ihre Kinder bis zur Volljährigkeit so alles tun, benötigen, ja, oder nötig haben. Und deswegen war ich nicht überrascht, als ich wenige Tage nach dem Beschluss des Bundestages über die Ehe für alle gelesen habe, dass nun eine Diskussion beginnt über die Frage des biologischen Elternrechts, ob man das noch brauche. Oder ob man nicht stattdessen über gesetzliche Eltern nachdenken könnte, das würde doch reichen. Das ist verbunden mit der Frage, wer wen heiraten darf und wer plötzlich Eltern sein darf. Und meine Damen und Herren, ich glaube, wir sollten wachsam sein in den kommenden Monaten und auch Jahren, was mit Elternrechten passiert. Da gibt es Entwicklungen, die einem vielleicht gar nicht so auffallen, wenn medizinische Untersuchungen oder auch medizinische Behandlungen im Bereich der Vorsorge zur Pflicht erklärt werden sollen, worüber normalerweise Eltern entscheiden. Und ich glaube, wir folgen einer guten demokratischen Tradition, wenn wir die Rechte der Familie und damit die Rechte der Eltern zum Schutz der Familie bewahren und nicht weiter aushöhlen lassen. Und diese Forderung, diese Überzeugung der AfD schließt sich nahtlos an unsere Forderungen zur Familienpolitik, die nämlich darauf abzielen, Familie nicht abhängig zu machen, sondern Familie endlich ein bisschen vom Staat zu befreien. Wissen Sie, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass meistens Frauen Familienpolitik machen? Als ich in die Politik ging 2013, habe ich das als äußerst misslich empfunden, dass es immer nur Familienministerinnen gab und keine Männer. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist und mich ein bisschen dagegen gesträubt. Und dann ist mir aufgegangen nach einiger Zeit, warum mich das so gestört hat. Weil nämlich die meisten Familien inzwischen abhängig sind von der Fürsorge des Staates, weil der Staat sie durch seine Steuer- und Abgabenpolitik in genau diese Abhängigkeit erst gebracht hat. Und ich glaube, wenn man die Familienpolitik, und das tut die AfD, ins Zentrum der eigenen politischen Bemühungen stellt, dann muss unser erstes Ziel sein,
Familien durch eine gerechtere Steuer- und Abgabenpolitik von genau dieser Abhängigkeit zu befreien. Denn Familien müssen keine Almosenempfänger des Staates sein, gleich gar nicht, wenn beide Elternteile arbeiten. Und deswegen tritt die AfD als einzige Partei in Deutschland dafür ein, dass wir keinen Unterschied machen in der Förderung von Familien, egal ob sie ihre Kinder in der frühen Lebensphase der ersten drei Lebensjahre zu Hause betreuen oder in eine Kindertageseinrichtung, also in eine Kinderkrippe geben. Das, was in den 90er Jahren noch die Rabenmütter waren, meine Mutter musste sich ja solche beschimpfen lassen, als wir frisch aus dem Osten nach Dortmund umgezogen waren, das sind heute die Mütter, die sich, wenn sie zu Hause bleiben wollen, als Heimchen am Herd diffamieren lassen müssen. Beides finde ich völlig deplatziert, denn wir sollten um jede Frau, um jede Familie, um jedes Paar glücklich und froh sein, die in dieser Welt noch Kinder bekommen. Und deswegen schlägt die AfD vor, Eltern beim Bruttogehalt zu entlasten mit dem sogenannten Familiensplitting. Die Idee ist nicht von uns, das geben wir gern zu, aber keine Partei hatte bisher den Mut, sie tatsächlich konsequent zu fordern. Umsetzen können wir sie noch nicht, aber wenn wir in die Lage kommen, dann verspreche ich Ihnen, werden wir das tun. Und genauso haben wir in unser Wahlprogramm eine Idee eingebaut, die beinhaltet, dass die Beiträge zu Sozialversicherungen, allen voran zur Rentenversicherung, dann ermäßigt werden oder bei Renteneintritt entsprechend höher vergütet werden bei Eltern, die Kinder großgezogen haben und nebenbei gearbeitet haben, um nicht wieder diejenigen zu bestrafen, die beides auf sich genommen haben. Und nicht zuletzt sollten wir daran erinnern, dass das, was aktuell unter Familienpolitik verkauft wird, am Ende auch eine Gleichmacherei in der Politik darstellt. Da wird dann gern von Gleichstellung gesprochen. Und wenn Sie genau hinhören, stellen Sie fest, dass gerade Vertreter der linken Parteien zwischen Gleichberechtigung und Gleichstellung gar nicht mehr unterscheiden können. Und ich bitte dringend, dass wir diesen Unterschied weiterhin machen. Die AfD setzt sich selbstverständlich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein. Aber wir wenden uns dagegen, dass wir so tun, als seien Frauen und Männer gleich. Ich glaube, wir sind alle froh, dass das nicht so ist. Sonst gäbe es vermutlich das Interesse am jeweils anderen Geschlecht überhaupt gar nicht. Und wir sollten akzeptieren, dass Lebensentwürfe von Frauen und Männern, gerade wenn es auch um das Thema der eigenen Karriereentwicklung im familiären Rahmen, dass es Unterschiede zwischen diesen Karriereplänen gibt und dass es nichts damit zu tun hat, dass einer besser oder schlechter als der andere ist, sondern dass wir eben biologische Unterschiede aufweisen, die uns in der Kombination erst zu dem machen, was wir eigentlich sind. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch ein Stichwort, das dem einen oder anderen von Ihnen etwas sagt. Es gibt eine Diskussion, auch gerade angezettelt von dem Kandidaten, der auf einem Zug erfolgreich sein wollte, über den sogenannten Gender Pay Gap. Wie immer so unverständlich, dass diejenigen, die keinen Englisch-Leistungskurs hatten, nicht genau wissen, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Gender Pay Gap bezeichnet Neudeutsch die angebliche oder tatsächliche Diskrepanz bei Einkommen, die von Männern in Positionen bezogen werden im Vergleich zu Frauen, die in eben solchen Positionen arbeiten. Es gibt eine relativ starke Lobby, diesen angeblichen Gender Pay Gap von ca. 20% zu schließen. Allein gibt es auch berechtigten Zweifel daran, ob die Untersuchungen über diesen Gender Pay Gap tatsächlich wissenschaftlichen Mindeststandards genügen. Und nun bin ich sehr dafür, dass eine Frau, die genauso leistungsfähig ist wie der Mann, das gleiche Gehalt, den gleichen Lohn erhält. Aber das durchzusetzen, wie man eine Quote durchsetzt, das halte ich für falsch, weil man damit viele über einen Kamm schert und gerade im Bereich der mittelständischen Wirtschaft wieder einmal ins Gehaltsgefüge staatlicherseits eingreift. Das hat noch nie funktioniert. Und wenn ich vielleicht gleich noch ein paar Worte zum Mindestlohn sage, werden wir sehen, dass es bisher nicht funktioniert. Und deswegen brauchen wir nicht mehr Staat in der Wirtschaft, sondern eine Entflechtung auch dieser Quoten und Regulierungen, die haben in der Marktwirtschaft selten weitergeholfen.
Was die Wirtschaft stattdessen braucht, meine Damen und Herren, ist das, was jeder Unternehmer an stabilen Säulen braucht, nämlich eine Abgaben- und Steuerpolitik, die ihn am Leben lässt und die auch natürlich den Staat leben lässt. Er braucht gut ausgebildete Angestellte und er braucht ausreichend Nachwuchs und dann natürlich auch noch ein Produkt und den funktionierenden Markt. Und wenn wir gerade beim Thema Familie und Bildung waren, dann stellen wir fest, dass das, was die Bundesregierung auch im Rahmen der Europäischen Union in den letzten Jahren dort verzapft hat, eben genau zu dieser Sicherheit nicht beiträgt. Da haben wir ohne Not, und ich sage das als jemand, der selbst das Bologna-System von außen genossen hat, nämlich während eines dreijährigen Studiums in England, da hat Deutschland ohne Not ein sehr erfolgreiches Studiensystem mit Diplomen und Magister- und Staatsexamina de facto in vielen Bereichen abgeschafft, um das angelsächsische System zu übernehmen. Und das, meine Damen und Herren, das wissen viele nicht, zu einem Zeitpunkt, in dem die Angelsachsen in England und Amerika allen voran dabei waren, das deutsche System zu kopieren und die Studiengänge zu verlängern. Was für ein Irrsinn! Heute fehlen uns in Deutschland Masterstudiengänge an allen Ecken und Enden. Die Studenten, und wir nennen sie bitte weiter Studenten und nicht Studierende, finden häufig den Platz gar nicht, um ihr Studium mit einem Master zu vollenden, was dazu führt, dass sie in vielen Fällen für Arbeitsplätze, die vorher mit Diplomabgängern besetzt wurden, gar nicht qualifiziert sind. Wir haben ohne Not unser eigenes Studiensystem entwertet und wir sollten damit Schluss machen und das bewährte Diplom- und Staatsexaminersystem wieder einführen. Den Meister als höchsten Abschluss in dieser beruflichen Bildung gleich mit. Das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich auch Qualitätsverlust im Bereich der beruflichen Bildung hinnehmen mussten. Und deswegen setzt die AfD sich dafür ein, dass dieser Abbau von Meisterzwang, nicht weiter fortgesetzt wird, dass wir eben die Qualität, die auch deutsche berufliche Bildung über einen sehr langen Zeitraum gemacht hat, bewahrt wird. Und noch besser wäre es, wir würden da wieder aufsatteln und würden dafür sorgen, dass die berufliche Bildung in Deutschland wieder gestärkt wird. Und wir eines nicht tun, den jungen Leuten zu erklären, dass sie alle Abitur machen müssen, damit sie einen Ausbildungsplatz finden und damit zu einer völligen Verschiebung zu führen. Wir brauchen nicht Abiturienten überall in unserer Wirtschaft. Wir brauchen eben auch die, die anpacken können, die handwerklich geschickt sind und die eben vielleicht mit der Schreibfeder oder dem Computer nicht ganz so gut umgehen können. Ich frage mich immer, wie viele Jugendliche alle noch Webdesign studieren möchten. Am Ende braucht es jemanden, der die Produkte erfindet und herstellt, um sie hinterher im Internet bewerben zu können. Viele dieser Probleme sind hausgemacht, meine Damen und Herren. Ob das das Thema der Inklusion ist, die man als Konsequenz aus einer UN-Behindertenrechtskonvention gezogen hat oder ob man die Akademisierungsrate verbessern will, weil zum Beispiel in Frankreich und in England mehr junge Leute einen dem Abitur halbwegs äquivalenten Abschluss machen. Am Ende ist es ohne Not der Verzicht auf eigene Qualität gewesen und der Versuch, unbedingt letztlich Systeme anderer Industriestaaten zu kopieren, zu übernehmen. Und manchmal habe ich den Eindruck, man hat sich vorher gar nicht so richtig informiert, was man da eigentlich kopieren wollte und ohne Not das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Wer einen gesunden Stolz auf das eigene Heimatland hat und weiß, was man an seinem eigenen Land und seinen eigenen Leuten hat, der hat eine derartige Kopierwut überhaupt nicht nötig. Lassen Sie mich noch ein paar wenige Worte zur Wirtschaftspolitik der AfD bevor Sie zu Wort kommen. Ich habe gerade schon darüber gesprochen, was an stabilen Voraussetzungen für die Unternehmerschaft da ist. Und Sie wissen, dass die AfD sich der Förderung des Mittelstands verschrieben hat. Nicht, meine Damen und Herren, weil wir der Meinung sind, dass wir Großindustrie nicht brauchen. Nein, Deutschland hat mit der Mischung aus großer, auch multinational vernetzten Firmen und einem sehr starken Mittelstand über die letzten Jahrzehnte sehr gut gelebt. Das beweist vor allen Dingen der riesengroße Erfolg der deutschen Automobilindustrie. Und der kann es auch weiterhin sein, wenn die Kanzlerin nicht damit fortfährt,
das Verbot von Verbrennungsmotoren zu kolportieren. Das zeigt nur, wie weit entfernt sie von jeder Realität lebt. Wir wissen aber gerade, auch in Sachsen, dass auch die Großindustrie von einem stabilen Mittelstand, zum Beispiel der Automobilzulieferindustrie, abhängig ist. Und deswegen wollen wir dafür sorgen, dass dieser Mittelstand gegenüber der Großindustrie nicht weiter benachteiligt wird, ob das durch bürokratische Vorschriften ist oder eben auch dadurch, dass viele der europäischen Regularien, ob eine neue Chemikalienrichtlinie oder die geschaffenen Regularien zum Mindestlohn, die Aufzeichnungspflichten und vieles andere mehr, den Mittelstand natürlich eher treffen als die großen Firmen, die mal eben etwas leichter einige Mitarbeiter für die Erledigung solcher administrativen Pflichten einstellen können. Und deswegen sagen wir, der Staat muss nicht alles kontrollieren. Er kontrolliert es, wenn überhaupt, dann auch nur sehr lückenhaft, wenn wir an das Thema Stickoxide denken, das ja gerade durch die sogenannte Dieselaffäre durch alle Medien gepeitscht wurde. Da stellen wir dann plötzlich fest, dass trotz vieler Gesetze und Regelungen die Stickoxidbelastung am Arbeitsplatz 24 Mal so hoch sein darf, wie die Stickoxidbelastung, die an der Straße gemessen wird. Und dann fügen wir in Klammern hinzu, lassen Sie es noch kurz sagen, dass die gemessene Belastung an der Straße wahrscheinlich durchaus auch angreifbar sind, weil die Messpunkte an der Straße und wenige Meter von der Straße entfernt nicht mehr miteinander zu reproduzieren sind. Da stellen wir also fest, dass die Regularien in Deutschland sich vielerorts behindern und dass darunter vor allen Dingen Arbeitnehmer und Gewerbetreibende, also diejenigen leiden, die diese Wirtschaft am Laufen halten, die Steuern zahlen. Und wenn es um die Nettosteuerzahler in Deutschland geht, dann sind das, glaube ich, nur noch 15 Millionen, also ein vergleichsweise kleiner Anteil von all denjenigen, die in Deutschland leben. Und deswegen müssen wir den Mittelstand, die Arbeitnehmer an dieser Stelle stärken. Wir brauchen nicht mehr Regulierung, wir brauchen weniger. Und dies weniger Regulierung muss dann vernünftig sein. Sie wissen, dass die AfD in ihrem Vorschlag zur Entflechtung des Steuersystems auch weniger Steuertarife stehen hat, weniger Subventionen, die Abschaffung von Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer. Letztere ist de facto sowieso abgeschafft und es gibt ausreichend Anlass dafür, davon auszugehen, dass die Erhebung der Vermögenssteuer mindestens so viel Geld kostet, wie sie einbringt. Also kann man auch gleich auf sie verzichten. Wir sind der Meinung, dass der Subventionsabbau gerade dem Mittelstand nützen würde, denn mittelständische Firmen, noch dazu Familienunternehmen, bauen in der Regel eine Firma und einen Markt nicht auf einer Subventionsblase auf, weil sie davon ausgehen, dass sie ihr Unternehmen zumindest für ihre Lebenszeit und in vielen Fällen zumindest als Wunsch auch für die nächste Generation aufbauen, wie das die Großindustrie à la Nokia und anderen Firmen Opel macht. Das wissen Sie ganz genau. Die kassieren die Subventionen und verlagern nach wenigen Jahren ihren Standort an den nächsten Produktionsort, an dem es noch Subventionen abzugreifen gibt. Und meine Damen und Herren, die bezahlen wir alle mit unseren Steuergeldern. Und ich glaube, die sind in solchen Fällen einfach verflucht schlecht angelegt. Lassen Sie uns also hier dem Schweizer Vorbild folgen, wie im Übrigen auch beim Thema der direkten Demokratie. Sie wissen, die AfD fordert Volksentscheide auf Bundesebene wie in der Schweiz. Lassen Sie uns aber eben auch hier bei der Wirtschaftspolitik dem Schweizer Vorbild folgen und Subventionen generell nur befristet ausreichen. Das würde nämlich vermeiden helfen, dass subventionsbasierte Wirtschaftszweige aufgebaut werden, die dann nach 10, 15, 20 Jahren wieder krachend scheitern. Für diese Subventionsblasen gibt es Beispiele genug. Eins, das ich in meinem Unternehmerleben selbst kennengelernt habe, war die Biodieselbranche, die gepusht wurde zu Anfang der 90er. Der Biodiesel wurde aus allen möglichen Pflanzen hergestellt, er wurde subventioniert. Dann wurden die Subventionen ein Stück weit abgebaut und am Ende hat die Mineralölindustrie die verbleibenden Raffinerien für Biodiesel aufgekauft. Da war es also nichts mehr mit dem vermeintlichen Alternativangebot, weil die Monopolisten von vorher am Ende die neuen Monopolisten waren. Das hat der Kraftstoffbranche nicht geholfen, es hat ihr mehr geschadet. Das nur ein Beispiel von vielen, die ich heute Abend nicht ausführen möchte.
Fassen wir es so zusammen, wenn wir dem Mittelstand helfen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass die langfristigen Rahmenbedingungen an Steuern und Abgaben, an Personal und Bildung stimmen. Und da haben wir auch in Sachsen eine ganze Menge zu tun, wenn wir sehen, dass die Staatsregierung in den vergangenen Jahren eben mehr auf Leuchtturmpolitik in den Ballungsräumen gesetzt hat und den ländlichen Raum weitgehend ausgeblendet hat. Und das, obwohl 2/3 der Sachsen im ländlichen Raum leben. Das ist jetzt zwar kein Thema für den Bundestagswahlkampf, aber nehmen Sie vielleicht mit, dass die AfD im Landtag sich weiter dafür einsetzen wird, dass der ländliche Raum gestärkt und nicht vergessen wird. Wenn Sie nachher noch Fragen zum Thema Euro, EU, Bargeldabschaffung, Zinsen etc. haben, fühlen Sie sich frei, diese Fragen zu stellen. Das schaffen wir heute Abend nur nicht mehr, sonst geht mir die Spucke aus und Ihnen die Geduld. Und deswegen lassen Sie mich ganz zum Schluss noch ein Kapitel anschneiden, damit aus dem, was ich heute Abend gesagt habe, irgendwann noch einmal hoffentlich gelebte Politik und gelebte Realität in diesem Land wird. Denn die allermeisten von Ihnen oder alle von Ihnen, die hier sitzen, denen ist klar, dass das, was ich vorgestellt habe, so lange eine Idee und eine Theorie bleibt, solange wir nicht die Mehrheiten haben, um diese Ideen selbst umzusetzen. Die AfD wurde gegründet, und das kann ich nicht nur von mir persönlich sagen, sondern von vielen Mitstreitern der ersten Stunde aus dem Jahr 2013, um praktische Politik zu machen. Wir haben die Partei nicht gegründet, damit diese Partei nur für sich und als Selbstzweck oder als Veranstalter für Abende wie den heutigen dient. Das sollte nicht das Ziel von Politik sein, sondern Parteien sind am Ende politische Instrumente, um Ideen zu entwickeln, um Ideen der Bürger aufzunehmen und zu bündeln und am Ende durch Mehrheiten in praktische Politik umzusetzen. Ich sage das deswegen, und vielleicht wundert sich der eine oder andere von Ihnen, warum ich das so plakativ sage, weil nicht nur viele andere Parteien, die wir zu Recht kritisieren, sondern auch unsere eigene dieses Ziel manchmal ein bisschen aus den Augen verliert. Nun sind wir noch relativ jung, mit 4,5 Jahren, aber in jeder Partei, in der es Mandate zu verteilen gibt und Posten zu besetzen gibt, wissen Sie, ist der Beharrungseffekt auf einem solchen Posten natürlich immer groß. Das ist menschlich. Und leider neigen Parteien dazu, auch das ist bei näherem Hinsehen recht leicht zu erkennen, Parteien neigen dazu, nicht unbedingt immer die Auswahl der Besten über langen Zeitraum zu befördern, weil zu seiner Meinung zu stehen, ein Rückgrat zu haben, auch wenn es manchmal stürmisch innen und außen wird, das erfordert eine ganze Menge Rückgrat. Und mit Rückgrat ausgestattet sind schon nicht die allermeisten Menschen einer Gesellschaft. Das ist einfach so, dass es vielen einfacher fällt, hinterherzulaufen, als vorn ranzugehen, weil der Wind einem durchaus sehr häufig stürmisch ins Gesicht bläst. Aber ich war bisher immer sehr stolz darauf, dass die AfD in großer Zahl, in sehr viel größerer Zahl als andere Parteien, die Bürger mit Rückgrat gebündelt hat. Und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt, damit die AfD, und das ist mein fester Anspruch, nicht 2017, aber allerspätestens 2021 nicht nur ein fester Bestandteil deutscher Politik in regionalen Parlamenten und im Bundestag ist, sondern dann in der Lage ist, eine Regierung zu stellen. Und deswegen, meine Damen und Herren, bitte ich Sie, uns dabei zu helfen. Wir brauchen dabei externe Hilfe, weil Parteiarbeit in der Dimension und in der Intensität, in der sie nicht nur von 9 bis 16 Uhr oder 17 Uhr, sondern von Montag bis Sonntag am Ende gefühlt 24 Stunden am Tag stattfindet, ob intern oder extern, manchmal dazu führt, dass man ein bisschen den Blick für das Außen verliert. Wir brauchen Ihre Resonanz. Wir brauchen Ihre Kritik, wir brauchen Ihr Echo, damit wir auf dem richtigen Weg bleiben. Und meiner Ansicht nach ist das Bild einer Partei ganz gut in dem Bild eines Autos symbolisiert. Natürlich muss das Auto relativ groß sein, aber am Ende entscheidet man einer Partei, wer für einen definierten Zeitraum durch Wahlen das Ruder in der Hand hält. Und diejenigen, die dann dazu auserkoren werden, und in der Regel ist es beim Auto einer, der fährt,
und bei Parteien gibt es gute Gründe, das auch so zu handhaben, die müssen dann auch fahren dürfen. Denn wenn ständig jemand ins Lenkrad greift oder eine gute Idee hat, wo man langfahren könnte, dann wird das, wie Sie vielleicht auch finden, nicht dazu führen, dass man sein Ziel schneller erreicht. Es birgt wohlgemerkt die Gefahr, dass man falsch abbiegt. Und dann muss man zwischendurch mal anhalten, das Ganze neu justieren. Dafür gibt es ein Parteienrecht und Wahlen. Aber ich werbe sehr dafür, dass Sie uns dabei helfen, dass das Auto auf Kurs bleibt oder vielleicht auch an einigen Stellen wieder auf Kurs kommt, damit das, was wir heute Abend miteinander besprochen haben oder jetzt besprechen werden, tatsächlich keine Fiktion bleibt, sondern hoffentlich eine positive Zukunft für dieses Land bleibt, damit wir eines den anderen Parteien voraus haben, meine Damen und Herren, was Konrad Adenauer sehr schön zusammengefasst hat. Er hat vor vielen Jahren gesagt, wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont. Und es sollten diejenigen das Land führen, die einen etwas weiteren Horizont haben als die anderen. Herzlichen Dank. Applaus